Präsentiert von webpodcast.de, Ihr Profi-Cast für Webdesign und Entwicklung. Um JavaScript mit einem Gerüst aus XHTML zu verbinden, haben Sie mehrere Möglichkeiten. JavaScript-Anweisungen innerhalb eines Script-Containers oder als Klartext in der XHTML-Datei. Die Alternative, eine Referenz auf eine externe JavaScript-Datei. Wenn man JavaScript betrachtet, hat man bei der Verwendung von JavaScript in einer Webseite eine relativ hohe Ähnlichkeit zu Cascading Style Sheets. Wie auch Style Sheets müssen JavaScript-Anweisungen in eine Webseite implementiert werden. Das heißt, man muss eine Verbindung schaffen zwischen diesen HTML-Strukturen und JavaScript-Strukturen. Und die Ähnlichkeiten sind wirklich sehr hoch. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel einen Hyperlink in HTML zu notieren. Das sieht so aus. Normalerweise schreiben Sie hier einen gewöhnlichen Web-URL rein. Nur, wenn man sich die Struktur eines URLs klar macht, ein URL beginnt grundsätzlich mit einem Protokoll. Für einen Weblink wäre das HTTP. JavaScript ist so gesehen aber auch ein Protokoll. Ein Standardprotokoll, das jeder Browser, jeder JavaScript-fähige Browser versteht. Und die letzten nicht JavaScript-fähigen Browser wurden, glaube ich, 1994, 95 entwickelt. Sie sind ausgestorben, ohne Wenn und Aber. Und jetzt könnte man hier beispielsweise so etwas machen. Alert. Hallo. Wenn wir uns das jetzt Firefox ansehen, kommt hier so ein kleines Dialogfenster. Nicht sonderlich eindrucksvoll, aber immerhin Interaktion mit dem Anwender. Entscheidend an der Stelle, das nennt man eine sogenannte Inline-Referenz. Und diese Inline-Referenz ist etwas Ähnliches wie ein Inline-Style. Bei einem bestimmten Element schreiben Sie hier eine Fremdtechnologie in einen Tag selbst hinein. De facto ist die Inline-Referenz allerdings auf sensitive Elemente beschränkt, im Wesentlichen also ein Hyperlink. Es ist eine veraltete Technologie, die man heutzutage kaum noch verwendet. Es gibt eigentlich nur eine vernünftige Anwendung und die werden wir sogar noch im Laufe des Tutoriums sehen. Das bedeutet, man macht einen Link, wo der Anwender zurückgehen kann. Die Historie, der Zurück-Button wird hier simuliert. Die zweite Version, wie man ein JavaScript mit einer Webseite verbinden kann, ist hier einen Script-Container zu notieren. Nach den offiziellen Vorgaben des W3C muss man diesen Script-Container in den Head einer Webseite bauen. In der Praxis zeigt sich, dass er hervorragend funktioniert, nur fast nie im Head einer Webseite. Das heißt, hier haben wir einen klassischen Fall, das war jetzt übertrieben, ehrlich gesagt, aber hier haben wir einen klassischen Fall, wo man sehr oft die Regeln brechen muss. Gerade viele Google-Anwendungen, wenn man sich die dortigen APIs ansieht, funktionieren ausschließlich, wenn dieser Script-Tag hinter dem Head, meist sogar am Ende des Bodies oder sogar hinter dem Body notiert wird. Das ist nach W3C verboten, aber wie gesagt, eine klassische Anwendung, dass man etwas tun muss, was eigentlich verboten ist. Wenn man es trotzdem tut, funktioniert es. Wenn man es nicht tut, funktioniert es einfach nicht. Auch wenn ich jetzt etwas ausschweife, ich will den Grund dafür trotzdem kurz erklären. Es liegt daran, dass eine Webseite sequenziell von oben nach unten abgearbeitet wird. Und wenn man in diesen Skriptbereich auf Objekte zugreifen möchte, die erst nachfolgend in der Webseite erzeugt werden, dann kann das zu diesem Zeitpunkt nicht funktionieren. Und wenn man nach dieser eigentlichen Struktur, wo diese Objekte erzeugt werden vom Browser, darauf zugreift, ist das viel zuverlässiger. Es gibt Mechanismen, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, wie ein Browser die Webseite abarbeitet. Aber in der Regel wird es sequenziell erfolgen und am zuverlässigsten ist es tatsächlich, den Script-Container am Ende der Seite zu notieren. Eben aber nicht regelkonform und deswegen werden wir es einfach mal hier machen. Sie könnten jetzt hier beispielsweise auch sowas machen. Alert. Willkommen. Ich speichere das. Schauen wir das an. Sie haben zuerst diesen Willkommen-Dialog und danach wird der Rest der Seite gerendert. Sie erkennen deutlich, dass dieser Link erst dann auftaucht, sobald ich diesen Dialog bestätigt habe. Sequenziell von oben nach unten abgearbeitet und wenn wir an diese Stelle kommen, wird die Abarbeitung der Seite angehalten. Das heißt, das, was nachfolgend hier steht, wird auch noch nicht angezeigt im Browser. Zumindest in einigen Browsern. Das ist bei anderen Browsern teilweise so, dass er trotzdem weiterarbeitet. Wenn ich diesen Dialog bestätige, kommt der Rest. Sie werden also in diesem Script-Container irgendwelche JavaScript-Anweisungen notieren. Nun sollte Ihnen auffallen, dass dieser Script-Container keine Parameter hat. Wenn man hier keine Parameter angibt, wird der Default-Script-Interpreter des Browsers aufgerufen. Und das ist für alle Browser außer Internet Explorer JavaScript. Für den Internet Explorer kommt da JScript.
dieser besagte JavaScript-Klon zum Einsatz. Syntaktisch hat das keinerlei gravierende Auswirkungen. Sie können allerdings hier auch eine Skriptversion angeben. Und dafür gibt es das Attribut Language. Und hier schreibt man dann beispielsweise JavaScript rein. Sie können hier auch LiveScript reinschreiben. LiveScript war die ehemalige Sprache von JavaScript. Das funktioniert hier wunderbar. Sogar im Internet Explorer, in alten Varianten vom Internet Explorer, das nicht funktioniert. Man sollte hier in der Regel allerdings JavaScript hinschreiben. Nun mache ich aber eigentlich was Verbotenes. Oder was man nach dem W3C nicht tun sollte. Das W3C verlangt für die Gültigkeit einer Webseite, dass Sie hier nicht Language hinschreiben, sondern Type. Das ist jetzt noch ein Hochkomma. Das ist die regelkonforme Variante der Skripteinbindung, die man in der Praxis nicht macht. Viele Tools stellen diese Möglichkeit auch gar nicht zur Verfügung. Was Sie hier sehen, ist der sogenannte MIME-Type. Das ist ein universelles Multimedia-Format. MIME steht für Multipurpose Internet Mail Extension. Oft wird es auch mit Multipurpose Internet Multimedia Extension bezeichnet. Aber es soll hier keine Rolle spielen. Dieser MIME-Type sagt auch, wir haben hier JavaScript vorliegen. Warum benutzt man ihn jetzt doch nicht? Man kann hier keine Versionsnummer angeben. Wenn Sie Language benutzen, können Sie hier beispielsweise so etwas notieren, JavaScript 1.3. Und das würde bedeuten, dass man einen Browser, der nur eine frühere JavaScript-Version unterstützt, von der Abarbeitung dieser Befehle abhält und damit würde kein Fehler produziert werden. Bei MIME-Typ ist diese Versionsangabe unmöglich. Das Dümmste, was man tun kann, ist beides anzugeben. Denn wenn man das macht, wird diese Versionsangabe ignoriert. Dann greift der Browser nur auf diesen Type zu. Und das ist also überflüssig. Schlimm ist es, wenn man sich darauf verlässt, dass diese Versionsnummer dann dennoch funktioniert. Was heutzutage vollkommen überflüssig ist, ist so etwas. Man sieht so etwas zwar immer noch in Webseiten, aber es ist historisch bedingt, hat vor 10 Jahren seine Bedeutung gehabt und man sollte es heute nicht mehr machen. Oder es schadet nichts, aber es ist einfach überflüssig. Das ist ein sogenannter HTML-Kommentar. Und dieser HTML-Kommentar verhindert, dass nicht JavaScript-fähige Browser, die dieses Skript-Element hier nicht kennen, den nachfolgenden Text darstellen. Nur, wie gesagt, diese Browser sind 1995 mehr oder weniger verschwunden. Die darf es einfach nicht mehr geben, die gibt es einfach nicht mehr. Das hier ist ein JavaScript-Kommentar, der wurde nur deswegen eingeführt, weil diese Zeichenkombination vom Netscape der 4er-Version als Operator interpretiert wurde. Also wirklich ein Konstrukt, das schon seit zig Jahren überflüssig ist. Das gilt übrigens auch für Stylesheets, diese Auskommentierung, die man hier häufiger noch findet, ist nur rein historisch bedingt und man sollte es heute nicht mehr machen oder man braucht es nicht mehr machen. Jetzt haben wir eine Inline-Referenz gesehen und einen Skript-Container in einer Webseite. Und es gilt das Gleiche, was auch bei Stylesheets der Fall ist. Beides sollte man vermeiden, wenn es irgend geht, oder nur ganz, ganz wenige Anweisungen hier reinschreiben. Man sollte eine externe JavaScript-Datei benutzen. Das ist die Trennung von Funktionalität und Struktur. Nur damit hat man diese gewünschte Trennung. Man kann an zentraler Stelle die Programmierung verwalten, man kann die Programmierung mehrfach verwenden und ähnliches. Man baut quasi eine Bibliothek auf aus einer externen JavaScript-Datei. Und wie diese verbunden wird, das haben wir schon gesehen. Auch wieder über den Script-Tag geschlossen. Das ist im Sinne von XML ein leeres Element. Und hier geben Sie über SRC eine externe JavaScript-Datei an. Dazu können Sie noch den Type oder eben Language spezifizieren, wenn Sie wollen.